Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur ersten Sitzung des Seminars über Spenglers Methodik hier auf der Gegenuni. Gut, hört man mich? Bitte mal einfach der YouTube-Chat etwas reinschreiben, ob man mich gut hört. Einer von den Zuschauern. So. Ja, hervorragend. Mir leider ein bisschen Verzögerung zwischen YouTube und der Streaming-Plattform hin und her. Dann kommen wir zuerst. Erstmal alle herzlich willkommen. Kommen wir gleich in die Sache. Es geht zuerst um etwas Organisator. Und zwar über den Ablaufplan, wie das jetzt dieses Semester aussehen wird. Die erste Sitzung haben wir gleich heute. Das Seminar wird immer in zweiwöchigen Abständen voneinander, werden die einzelnen Sitzungen stattfinden. Heute am 27. eben beschäftigen wir uns mit der Biografie Oswald Spenglers. In der nächsten Sitzung am 10. November wird die Problemstellung des Untergangs des Abendlandes durchgenommen. Dann am 3. und 4. gehen wir zum eigentlichen Herrn dieses Seminars, zum physiognomischen Takt. Das sind die 3. und 4. Sitzung vom 24. 11. und vom 8. 12. müsste da stehen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, da müssen zwei hier stehen. Und dafür habe ich zwei Sitzungen eingeteilt. Wenn wir durch dieses Thema in einer durchkommen, dann werden wir das Ganze einfach etwas raffen und an der 8. Sitzung kommt an deren Stelle eine Einheit über Spenglers und das Christentum zu, wenn wir dort einschieben. Die 5. ist Spengler und die Naturwissenschaft, kurz vor Weihnachten. Am neuen Jahr geht es dann weiter mit Spenglers und seinen Kritikern. Die 7. Sitzung wird dann am 19.01. über die politischen Betrachtungen und die Abschlusssitzung am 2. Februar 2022 über die Geschichtsbetrachtung in seinen nachgelassenen Fragmenten stattfinden. Danach kann, wer will, eine eigenständige Arbeit über ein Thema, das ich dann ausgeben werde, im Umfang von 5 bis 10 Seiten abgeben. Das ist allerdings jetzt nicht Pflicht, um hier teilzuhaben. Ich kann nochmal alle, die jetzt nur live mitsehen, in der obligatorischen Werbeeinlage dazu auffordern, sich an der Gegenuniversität einzuschreiben. Dann könnt ihr auch diesen Test machen und natürlich Skripte euch runterladen, die Videos noch einmal neu betrachten und so weiter. Dann gehen wir gleich in das Material. Spenglers Werk ist ein persönliches Werk. Es gibt in der Spengler-Forschung Ansätze, seine eigenen Methoden, mit denen wir uns ja jetzt dann in diesem Dritteljahr, das uns jetzt vor uns liegt, befassen werden, auf ihn selber anzuwenden. Und so wie Spengler dann in den Philosophien, in den Wissenschaften ganzer Kulturen eigentlich einen Selbstausdruck ihrer eigenen Seele, nicht so sehr etwas Objektives sah. Gibt es dann Spengler-Interpreten, die umgekehrt dann in der Spenglerschen Lehre nichts anderes sehen als ein kunstvolles Selbstbekenntnis. Wenn man es hart darauf anlegt, kann man so weit gehen, dass man zum Beispiel seine vergleichenden Kulturbetrachtungen mit den verschiedenen Vergleichen von Kunstformen eigentlich als einen Ausdruck seiner milden Form der Synästhesie zu deuten. Synästhesie, das war eine der körperlichen Beschwerden, unter denen Spengler, wenn man so will, litt. Das bedeutet, wenn jemand verschiedene Sinneseindrücke aus einem Sinn in einem anderen Sinn wahrnimmt. Also Spengler zum Beispiel sah in Konzerten Farben, sagt er, Ausdrücke von ihm selbst, dass er zum Beispiel bestimmte Mozart-Melodien für ihn grün sind. Das Ganze wäre dann vielleicht artistisch ganz hübsch, könnte es als Kunstwerk sehen, vielleicht auch als Zeitzeugnis wertvoll. Und Frank Lisson schrieb dann auch Homo Viator: Die 1920er Jahre waren vor allem in Deutschland das Jahrzehnt der radikalen Unterschiede und Umbrüche, der Unsicherheiten und Unruhen,
der chaotischen Wechsel, diffusen Ängste, der Aufbrüche und Verluste, der großen geschichtlichen Unentschlossenheit. Es waren die Jahre der politischen Sekten und Massenparteien, der Lyrik und der Physik, des Dadaismus und der Reformbewegung, der Großstädte und der Provinz, der Philosophie und der Technik, des Wandervogels und der Sechstagerennen. Es war das Jahrzehnt Stefan Georges und Ernst Tollers, Bertolt Brechts und Fritz Langs, Martin Heideggers und Thomas Manns, Richard Strauss und Arnold Schönbergs. Und ein Buch hat wie kein anderes dies pragmatisch zu einer riesigen Gesamtschau zusammengefasst, die Stimmung jener Jahre instinktsicher antizipiert und sich wie ein schaurig schönes Fanal wuchtig an den Anfang dieser Endzeit gesetzt. Der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler. Dieses Werk wurde von dem Althistoriker Julius Kerst 1925 sagte, es sei das meistgelesene wissenschaftliche Buch der Gegenwart, kann in seiner Aussagekraft für das Verständnis der damaligen geistigen Situation gar nicht überschätzt werden. Es liest sich wie ein gigantischer Seelenspiegel des deutschen Denkens am Ende des Jahrhunderts der Deutschen und genau darauf basierte auch sein ungeheurer Erfolg. Man muss das Buch gründlich lesen, am besten mehrmals, und die neu bearbeitete Fassung des ersten Bandes mit der von 1918 bis 1922 vergleichen, die im Detail an vielen Stellen bezeichnend voneinander abweichen. Man wird dabei auf eine Menge Ungereimtheiten erhabener Wissensschau stoßen, auf viel wissenschaftliche Dichtung, auf Kulturfantasien von erstaunlicher Naivität, die überall vom Willen zur Formengebung, zur unbedingten Geschlossenheit der Kulturen erzählen. Eine Weltgeschichtspoesie sondergleichen, die wenig über die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen gotischer Ornamentik, Mechanik, Christentum und Mathematik verrät, aber viel über den Wagemut deutsch-abendländischen Denkens, dessen Summe sie bildet. Spengler also nur als eine Art verhinderter Dichter, der irgendwie in den Nachkriegswirren von nach 1918 auf das Gebiet der Geschichtsschreibung und der Politik verschlagen hat. Das ist von Spenglers Selbsteinschätzung gar nicht mal so weit entfernt. Er selbst schrieb, Natur soll man wissenschaftlich behandeln, über Geschichte soll man dichten. Und wer das jetzt verstanden hat, der kann jetzt eigentlich ausschalten und diesen Kurs beenden, denn so viel Neues wird er dann eigentlich auch nicht mehr erfahren. Für die, die immer noch da sind, es liegt mehr in Spengler als Dichtung im Sinne von Erdichtung. Eine Spengler-Interpretation, die nur das Selbstbekenntnis einer facettenreichen Seele erblicken will, die streift die Wahrheit, geht aber dennoch weit daran vorbei. Wir werden daran heute jetzt nicht in die Tiefe dringen, dafür sind dann die nächsten 7 Sitzungen gut, sondern wir werden uns jetzt zunächst einmal mit Spenglers Lebens befassen, das zu Verständnis seines Werkes dann tatsächlich unabdingbar ist. Oswald Arnold Gottfried Spengler wurde am 9. Mai 1880 in Blankenburg am Harz geboren. Der Vater Bernhard Spengler war Postsekretär und Spengler beschreibt ihn später als auch dichtend, versonnen, tief unglücklich in der verfehlten Ehe mit der 38-Jährigen, also Spenglers Mutter, sich totarbeitend, hart, verbittert, freudlos. Die väterliche Familie stammt aus Süddeutschland. Der Name Spengler ist eine in Süddeutschland bis Tirol einst verbreitete Bezeichnung für Klempner, also kein Installateur wie in der heutigen Umgangssprache, sondern ein Blechschmied. Die Berufsbezeichnung wird bis heute so von der Deutschen Handwerkskammer geführt. Das gehört heutzutage zum Baugewerbe. Vor der industriellen Fertigungsweise stellten Blechschmiede vor allem Töpfe, Pfannen und ähnliche Behälter aus Metall her. Ein älterer Bruder Oswalds war als Kleinkind gestorben. Auf ihn selbst folgten noch 3 Schwestern, Adele, Gertrud und Hildegard. Und mit dem Geburtsjahr 1880 fällt Spengler selbst in das, was er als in seinen Aufzeichnungen als Zwischengeneration bezeichnet. Er war zu jung, um die Reichseinigung und die Bismarckzeit noch bewusst miterlebt zu haben, aber er war auch zu alt, um beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein junger Mann zu sein. Und zusammen mit einem Herzfehler, den er von Geburt an hatte und der ihn zusammen mit seiner Kurzsichtigkeit wehruntauglich machte, sorgte dieses zusätzliche Lebenszeit Oswald Spenglers im Vergleich zu anderen dazu, dass er paradoxerweise etwas fehlte, was ganz viele Größen der Weimarer Zeit ausmachte, an die wir die uns heute noch erinnern. Also Ernst Jünger, Karl Schmidt, Martin Heidegger, aber auch Adolf Hitler und auf der linken Seite Leute wie Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky oder Bertolt Brecht. Die hatten alle die Prägung als junger Mann durch den Krieg und in manchen Fällen wirklich das echte Frontkämpfererlebnis derer, die den Krieg im Schützengraben mitgemacht hatten. Das fehlte Spengler und er selbst hat das als eine Art Zeitverfehlung auch bitter bemerkt. In seinen für eine Biografie vorbestimmten Privataufzeichnungen lesen wir,
Mein Gott, wie anders, wie viel schöner hätte mein Leben werden können, wenn der große Krieg mich gepackt hätte, als ich 18 Jahre war oder 20. Wo ich immer davon träumte, Schlachtpläne und Landkarten mit Eroberungen zu zeichnete. Ich wäre damals aus meinen Träumen hart aufgerüttelt worden, aber im Felde vielleicht wäre mehr aus mir geworden, als es nun der Fall ist. Jenseits der damals unmittelbaren politischen Ereignisse und des Weltkrieges bedeutet die Zwischengeneration, die Zwischenzeit, aber noch etwas anderes, was für Spengler selbst auf seine spätere Lehre verweist. Spengler empfand sehr, sehr stark den Nachhall der deutschen Kulturepoche. Naja, Chat macht merkwürdige Sachen, egal. Spengler empfand sehr stark den Nachhall der deutschen Kulturepoche des 19. Jahrhunderts, also dieser Zeit, die von Goethe bis Nietzsche reicht. Und während des Wilhelminismus begann sich an die bereits die Zeit der modernen Zivilisation abzuzeichnen, eben wirklich auch die Technik im großen Stil, die alten Produktionsweisen verdenkbar, die Eisenbahn und das Automobil, die Pferdekutsche und auch andere Formen der menschlichen Organisation sich abzeichnen. Und Spengler sah sein eigenes Leben in dieser Mitte zwischen Kultur und Zivilisation. In seiner Jugend hat Spengler sich selbst als Dichter und auch als Dramaturg versucht und daraus enthalten ist übrigens ein inzwischen veröffentlichtes Theaterstück Montezuma. Das ist sehr erstaunlich, es ist eigentlich von 1897 geschrieben, also da er gerade 17 Jahre ist, letztlich im Schillerschen Stil, von Schillers Herrscherdramen, ein geschriebenes Drama über Montezuma. Aber Spengler selbst wollte nichts von dieser frühen Phase seines Schaffens veröffentlicht wissen und hat sehr vieles auch vernichtet. Manche anderen haben ja dieselbe Zeit, das Fond des Jäckle, als Zeit einer großen kulturellen Neuschöpfung wahrgenommen, von ungeheurer Energie. Und für Spengler waren allerdings diese Künstlermoden, die alle 5 Jahre so mit einem neuen Manifest daherkamen, im besten Fall Spielerei. Er hat noch den Expressionismus verachtet, von Futuristen, Vortizisten, Kubisten, von Picasso, Dalí, Schönberg, Stravinsky, bla bla bla, nahm er kaum noch Notiz. Er war aus seinem eigenen künstlerischen Veranlagung erleben, kam er zu der Ansicht, dass die Zeit der großen Künstler, auch der großen Denker und Philosophen im Abendland vorbei ist. Und Spengler bedauerte den Zerfall echter Kultur, entschied sich aber ganz grundsätzlich für die Zukunft, also für die Zivilisation. In damaligen Sprachen Deutschland sprach man damals viel von diesem Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation. Aber während dann im Ersten Weltkrieg hat die damals eher unbeholfene deutsche Propaganda die Kultur Mitteleuropas irgendwie und die deutsche Kultur gegen die westliche Zivilisation verteidigen wollte, schrieb Spengler im Ersten Weltkrieg an seinen Freund Hans Klörres: Seien wir uns darüber klar, dass dies Deutschland, das heute gegen die Welt kämpft, nicht Goethes Deutschland ist, sondern ein zweites Amerika. Das schreibt er 1915. Also Spengler ist zu diesem Zeitpunkt felsenfest davon überzeugt, dass Deutschland diesen Krieg gewinnen wird. Da sagt er, was dabei herauskommt, wird aber was sagen, was wir heute Amerikanisierung nennen. Und er sagt weiter: Ich für meine Person bin vorurteilsfrei genug, um das zu bedauern, aber als Tatsache gelten zu lassen. Und in Zukunft, politisch, wie in Schulfragen zum Beispiel, eben diese Tatsache als Ziel zu setzen, weil Deutschland doch nur dies als eine zu erreichen hat. Auch sehe ich darin Größe. Bevor wir jetzt weiter zu Spenglers Leben und Werk kommen, muss noch ein unerfreuliches Thema behandelt werden, nämlich seine Mutter. Pauline Spengler, geborene Granzow, litt unter einer Hüftversteifung und heiratete erst mit 38 Jahren. In ihrer Jugend war sie im Anhang ihrer Schwester Adele Granzow durch ganz Europa getourt. Adele war eine berühmte Solotänzerin ihrer Zeit, hatte Auftritte vor Napoleon III., vor Wilhelm I. Und das Leben der Granzow verlief in dieser Zeit zwischen Paris und Petersburg. Adele verlobte sich mit einem Gardekürassier und holte sich kurz vor der Hochzeit eine Blutvergiftung am Bein. Als Tänzerin verweigerte sie eine Amputation und starb. Und ihre Schwester Pauline, die kam über dieses Trauma nie hinweg. Die Kinder erfuhren erst im höheren Alter überhaupt, wer diese Adele Granzow gewesen war und die im ganzen Haus irgendwelche Memorabilia herumlagen. Und das Elternhaus Spenglers war nach allen überlieferten Aussagen, nicht nur Spenglers selbst, sondern auch seiner Schwestern, vollkommen lieblos. Das Verhältnis der Mutter zum Sohn, das ging noch einigermaßen. Zu den Töchtern war es katastrophal, vor allen Dingen zur mittleren und nach meinem Ermessen der meisten hübschesten Gertrud, nachdem der Vater dann
gestorben war, zwang die Mutter Gertrud, ihre Verlobung zu lösen. Später versuchte sie, sie zu enterben, und als man ihr klar machte, dass das rechtlich nicht so ohne weiteres möglich sein würde, verprügelte sie ihre Tochter im Schlaf und erschien dann selbst mit einer Schramme im Gesicht im Gerichtssaal. Das sei jetzt nur mal angemerkt als Anekdoten, um sich ungefähr vorzustellen, wie das Elternhaus Oswald Spenglers aussah. Er selbst, der von Natur her schon einen Hang zur Eigenbrötelei hatte, ging als ein sozial sehr schwer geschädigter Mensch aus diesem Elternhaus hervor. Und es fiel ihm sein Leben lang schwer, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Nach dem Abitur studierte Spengler auf Lehramt. Mag man sich die Frage stellen, ob das so eine kluge Entscheidung ist für jemanden, der nicht unbedingt der sozial bestbegabteste Mensch dieser Welt ist. Er promovierte dann 1904 mit einer Arbeit über Heraklit, die so einiges eigentlich von seinen späteren Anschauungen überwegnimmt, und nach einigen Probezeiten, und bei denen er aber auch mal einmal einfach nicht antreten konnte, weil er einen Nervenzusammenbruch hatte, wurde er 1908 ordentlicher Lehrer für Mathematik an einem Hamburger Gymnasium. Das Jahr 2011 brachte zwei Veränderungen für Spengler. Zum einen verstarb seine Mutter, und ein gutes Teil des Vermögens seiner Tante Adele Granzow fiel damit auf ihn. Und dieses Vermögen ermöglichte ihm eine, wenn auch bescheidene, Existenz als Privatgelehrter und den Schuldienst zu quittieren. Und zum anderen kam es politisch zur Agadir-Krise. Und das ist nach seinem eigenen Bezeugnis später der Ursprung seines politischen Denkens geworden. Das war die Agadir-Krise oder die zweite Marokko-Krise. Und in Marokko waren deutsche und französische Ansprüche aneinander geraten, und Wilhelm II. Befahl dem Kanonenboot Panther vor Agadir zu ankern, also der berühmte Panthersprung. Und die Reichsregierung versucht dann als Gegenleistung für einen deutschen Verzicht in Marokko Gebietsgewinne im Kongo anzuhandeln. Übrigens, von dieser Episode stammt bis heute der Ausdruck der Kanonenbootpolitik, weil damals dieses rostige alte Kanonenboot, das man eigentlich eigentlich auf dem Weg zurück aus den Kolonien in die Heimat zur Überholung und dann bald auch Abschrottwrackung war, da noch einmal vor Anker gesetzt wurde. Obwohl dann eben die Verhältnisse damals noch einmal vertraglich geklärt werden konnte, zeichnete sich, als Großbritannien sich hinter Frankreich stellte, sehr deutlich die Konstellation des Ersten Weltkriegs ab. Und Oswald Spengler begann zu dieser Zeit dann mit der Arbeit an einem Buchprojekt, das zunächst einmal den Titel Konservativ und Liberal trug. Aus diesen Arbeiten ist dann sowohl eine Reihe seiner späteren politischen Veröffentlichungen als auch der Untergang des Abendlandes hervorgegangen. Als der Erste Weltkrieg dann ausbrach 1914, war Spengler überzeugt davon, dass im Endergebnis dieses Krieges nicht nur eine gesicherte deutsche Stellung in Mitteleuropa zustande käme, sondern dass das preußische Deutschland die letzte zivilisierte Epoche und der abendländischen Geschichte einleiten und beherrschen würde. Und der erste Band des Untergangs des Abendlandes sollte zum Sieg erscheinen. Die Niederlage terminlich haut das hin, es ist tatsächlich bei Kriegsende ziemlich exakt fertig, aber die Niederlage kommt für Spengler und für viele Deutschen Schock. Wir müssen uns das so vorstellen: Russland war 1917, 1918 zusammengebrochen, Frühjahr 1918 kam dann der Friede von Anfang 1918, der Friede von Brest-Litovsk. Dann im Frühjahr die große Offensive im Westen, Ludendorff durchdringt zum ersten Mal seit 4 Jahren im Westen den Stellungskrieg. Und ein halbes Jahr später ist der Krieg verloren. Spengler selbst wird allerdings auf eine sehr ungewollte Art und Weise zum Profiteur der Niederlage. Und denn in der Verzweiflungsstimmung dieses Winters 1918, 1919 übersteigen die Verkaufszahlen für ein Buch mit dem Titel Untergang des Abendlandes sämtliche Erwartungen. Und jenseits des finanziellen Segens bedeutet das vor allen Dingen für Spengler den plötzlichen Auftritt auf der öffentlichen Bühne. Er bekommt öffentliche Anerkennung, Kontakt zu bedeutenden Menschen seiner Zeit. Wenn man sich Spenglers Briefwechsel anschaut, dann ist bis 1918 fast ausschließlich an eine einzige Person gerichtet. Das ist ein Freund aus Hamburger Lehrertagen namens Hans Klörres, mit dem er damals eine Reihe, wenn man es sich erstmal bewusst macht, dass das damals ein völlig unbekannter Mensch war, der da an irgendeinem Buch werkelt und von seinem Erbe lebt. Absurd. Von dem hält er da hat einen Briefwechsel über große historische und politische Themen. Das klingt komisch, aber auf einmal ist dieser Mensch dann
auf der Bühne der Öffentlichkeit. Und sein, wenn man dann im Briefwechsel tauchen jetzt Leute wie der alte Historiker Eduard Meyer auf, Elisabeth Förster Nietzsche, die Schwester Nietzsches, die damals das Archiv des Bruders- und Nietzsche-Gesellschaft verwaltete, der Kulturhistoriker Loro Frobenius. Und was das wirklich auch für Spengler bedeutet, das erkennt man am ehesten, wenn man sich die 2007 veröffentlichten Nachlassfragmente ICA Auton, die aus der weitestgehend aus der Periode vor seinem Erfolg stammen, mal anschaut. ICA Auton ist einfach griechisch an sich selbst und war zum Teil so als Notizen für eine damals auch noch das völlig unbekannte geplante Biografie, einer Seelenbiografie des Menschen Oswald Spenglers gedacht. Und die zeigen das Seelenbild eines Mannes, der nahezu vollkommen vereinsamt ist. Er ist von Selbstzweifeln geplagt, von Selbstekeln. Er hat nichts in seinem Leben erreicht und arbeitet an einem Werk, für das er zur damaligen Zeit nicht mal weiß, ob er einen Verleger bekommt. Es wird später ein Riesenerfolg, aber als er den ersten Verlagsvertrag für den Untergang des Abendlandes abschloss, damals auch noch nicht bei C.H. Beck, sondern beim kleineren Verlag, da muss er auf einen Honorarverzicht für die Erstauflage zustimmen. Spengler wird bis 1922 dann vor allen Dingen am zweiten Band des Untergangs des Abendlandes beschäftigt sein und an der Überarbeitung des ersten, die dann, wenn man sie heute kauft, weitgehend wird man so die Version von 1922 haben. Das heißt, ich verlange jetzt nicht von jedem hier, dass er irgendwie das macht, was Frank Lissan fordert und beide Varianten gegeneinander durchliest. Aber daneben hatte er die Möglichkeit, durch seine plötzliche Berühmtheit, seinen Status, den er auf einmal in der geistigen Szene Deutschlands hatte, politisch tätig zu werden. Und das war etwas, was er, wie ich von früher jung, dringend gewollt hat. Spengler, das muss man begreifen zu verstehen, der litt darunter, kein Tatmensch zu sein, keiner zu sein, der Dinge in Bewegung setzt, sondern nur so ein Grübler. Er hat sich in der Jugend als Dichter versucht. Er hat dann ja diesen riesen Schinken, gelehrten Schinken des Untergangs des Abendlandes geschrieben, aber er sah auch, und das war seine Überzeugung, dass es mit dem Dichten und Denken in der anbrechenden Zivilisation des Abendlandes nicht mehr weit her ist. Das ist dann zwar noch immer irgendwelche Leute, die das machen geben, aber das sind letztlich Propagandisten und Epigonen. Und Spengler wollte auf der Höhe seiner Zeit sein, nicht auf der Höhe der Zeit Goethes oder Kants. Er war ein ausgesprochen fantasiebegabter, ein künstlerisch veranlagter Mensch, der sich aber aus einem inneren Ethos weigerte, ein Phantastenleben zu führen. Das er sehr gut gemacht hätte machen können. Also die schriftstellerische Begabung, sich irgendwas aus den Fingern zu saugen, das hätte er gehabt. Es ist nicht allzu viel in der Hinsicht von ihm überliefert, aber das, was man da hat, das reicht ja um das zu beurteilen, ohne weiteres aus. Schon aus der Zeit der Weltkriege haben wir zahllose Fragmente von ihm überliefert, zu Denkschriften an alle möglichen persönlichen, zum Teil zu Denkschriften an Kaiser Wilhelm II., die schreibt ein damals ganz unbekannter Mensch. Und auch in diesen Denkschriften finden sich alle wesentlichen politischen Gedanken, zumindest die seiner ersten politischen Tätigkeit, so bis dann 1924 dann eigentlich auch schon drin. Ja, danke Heinrich. Ich soll langsamer sprechen, wurde mir gerade mitgeteilt. Dann wird auch das Video länger. Gut. Also in diesen Fragmenten, die man, die inzwischen auch gerade neu jetzt veröffentlicht sind, so seit diesem Jahr erst, hat das Gilbert Merillo dann herausgebracht, liest man eigentlich schon alles, was später seinen Kern seiner politischen Anschauungen ausmacht. Politik ist Kunst, ist keine Weltanschauung, schon gar nicht. Weltanschauung vielleicht gerade noch, aber Politik ist für Spengler ganz sicher kein Programm, keine Ideologie. Und Ideologie ist nicht nur im zu abwertenden Sinne gebraucht. Spengler glaubt nicht, dass dass irgendwelche menschlichen Moralvorstellungen, menschliche Ethik etwas in der Politik eine Bedeutung haben, sondern es geht
Kunst, Politik ist eine Kunst in Tatsachen, in Dingen, die nicht ganz begreiflich sind, wie wir, nicht in die philosophischen Schemata eingeordnet werden können. Wir werden uns das dann in der siebten Sitzung uns da näher einhoffen. Und diese Kunst, mit dem Wirklichen umzugehen, die erfordert einen verinnerlichten Stil. Und das erzeugt auch die Notwendigkeit, eine Elite fast schon heranzuzüchten. Zu biologisch darf man Spengler dann nicht verstehen, auch da zum Teil dann auch wieder schon, doch damit werden wir uns noch befassen. Aber es geht darum, den Stil, im Kern spenglerscher politischer Überlegung steht immer diese Frage, wie kann man einen politischen Stil in Deutschland einführen? Denn was er noch, und zwar schon vor dem Zusammenbruch des im Ersten Weltkrieg erlebt, ist, dass in Deutschland keinen irgendwie tragfähigen politischen Stil gibt, keine Elite, die wirklich in der Lage ist, dieses Reich, das jetzt auf einmal eine Weltmacht ist, also zumindest vor 1918, zu führen. Aber jetzt, nachdem Ersten Weltkrieg der Traum vom Imperium Germanicum geplatzt ist, hatte Spengler jetzt auf einmal ironischerweise das Format zur politischen Wirkung. Und unter dem Eindruck dieses Novemberumsturzes von 1918 veröffentlichte er dann 1919 in Preußentum und Sozialismus seine erste politische Kampfschrift. Und das muss man sich vorstellen, das passiert während in der Jungen Republik noch kommunistische Umsturzversuche gären. Also Rosa Luxemburg ist schon tot, aber keiner weiß genau, wie stabil das alles momentan ist. Und Spengler schreibt in diese Zeit der kommunistischen, sozialistischen Unruhen hinein. Und will eigentlich eine Verbindung der sozialistischen Arbeiter, die er hofft, jetzt vom Marxismus wegzubekommen, mit der preußischen Tradition. Und wenn man sich anschaut, was das Wort Sozialismus in diesem Buch bedeutet, dann ist Sozialismus für ihn nur ein Schlagwort. Und Spengler versucht dieses Schlagwort, unter dem 1919 alles stand, jede Zeitung, die irgendwas, fast jede Zeitschrift, die irgendwas gelten wollte, war irgendwie für den Sozialismus, oder diese Frage des Sozialismus, jene Frage des Sozialismus. Für diese kurze Zeit der Revolution bedeutet dieses Schlagwort auf einmal alles. Und er versucht das umzudeuten, also ein bisschen, was wir heute Reframing nennen. Er sagt, will er eigentlich weg von Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. Solche Fragen sieht Spengler bis zu seinem Lebensende eigentlich als eine Art marxistischen Kapitalismusverarbeiter. Er hat Sozialpolitik Zeit seines Lebens verachtet. Und er will das umdeuten in eine Form der staatlichen wirtschaftlichen Organisation. Das heißt, das sozialistische Vorbild ist für Oswald Spengler nicht die Pariser Kommune und schon gar nicht die gerade erst gegründete Sowjetunion Lenins, sondern das Preußen Friedrich Wilhelms I., des Soldatenkönigs. Preußentum und Sozialismus ist antikapitalistisch, ja, aber jetzt nicht aus einem materiellen Gerechtigkeitsideal, der irgendwie den Pauperismus bekämpfen will, sondern aus der Gegenschaft gegen die Plutokratie, die Spengler in diesem Werk noch eindeutig in England und ausgedehnt in Amerika wahrnimmt. Also einer anderen Form, wie Politik in der zivilisierten Zeit organisiert werden kann, nämlich als Herrschaft der Börse, der Banken, des Großkapitals. Dagegen wendet sich Spengler in seiner ersten politischen Flugschrift und will dagegen den organisierten Staat aufbieten. Das ist für ihn dann Preußentum, Sozialismus. Auf Worte kommt es ihm da eigentlich nicht an. Spengler nahm in der Folgezeit dann Kontakt zu Akteuren der politischen Rechten auf. Eine persönliche Freundschaft entwickelte sich zu dem langjährigen Direktor der Gute Hoffnungshütte, Paul Reusch. Und diesem Paul Reusch verdanken wir vor allem das Überleben des meisten, was wir für Oswald Spengler heute haben, nämlich seines Nachlasses. Spengler hat bei seinem Tod eine Unmenge an Zetteln hinterlassen, mehrere 10.000 Stück. Ein guter Teil ist dann verloren gegangen, als die Rote Armee einmarschiert ist, aber das überhaupt, was da ist, das verdanken wir eben dem Herrn Paul Reusch, der das während des Krieges die Mittel zur Verfügung gestellt hat, dass das Ganze zumindest weitgehend in Sicherheit gebracht werden konnte. Wie hat Spengler sich da jetzt einmal die Politik vorgestellt? Spengler setzt auf die alten Eliten, die er durch Techniker und Führer der Industrie ergänzen wollte. Das ist im Kern der Arbeit, eine Überzeugung, die ist schon in seinen Fantasiedenkschriften an Wilhelm II. Drin gewesen. Spengler erkennt zwar die Notwendigkeit von Parteien, er erkennt die Notwendigkeit von Massenmedien, aber er sieht das als ein notwendiges Übel. Prinzipiell will er Deutschland von oben erneuern, eben weil er die Ansicht vertritt, dass nur eine
in ihrem Stil, in ihrem Auftreten, in ihren Machtinstinkten und in ihrer Art und Weise, Politik wahrzunehmen, zu handeln, sichere Elite in der Lage ist, das Land aus der tiefen Krise nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu führen. Und diese Bemühungen bringen uns zu einem Abschnitt in Spengers Leben, den wir bis wohl nie ganz aufklären werden, weil ein guter Teil der Quellenlage einfach vernichtet ist und Zeitzeugen, die darüber berichten könnten, die gibt es inzwischen nicht mehr. Ja, vielleicht wird irgendwann mal jemand etwas Interessantes auf irgendeinem Tagebuch auf irgendeinem Dachboden finden, aber das glaube ich. Ich fürchte, dass wir da nie ganz wissen werden, was passiert ist. Worum geht's? Während der großen Inflation gab es Pläne, also entweder durch einen Reichswehrputsch um den General von Seeckt oder über Bayern. Da gab es einen Regierungspräsidenten namens Gustav von K., der sich offen als Statthalter der Monarchie bezeichnet, einen Staatsstreich durchzuführen gegen die Regierung Stresemanns und diese Regierung durch ein Direktorium zu ersetzen. Und wir haben genügend Briefe aus Spenglers aus jener Zeit erhalten, in denen relativ gut einwandfrei hervorgeht, dass er in diese Putschpläne in irgendeiner Weise verwickelt war. Und sein Biograf Koktanek berichtet uns dann auch noch, hat auch noch eine Mitteilung von Spenglers Nichte. Er sagt, mündliche Mitteilungen, ob da mehr ist, weiß ich nicht, ob man die irgendwo noch auftreiben kann, aber wahrscheinlich ist das alles, wonach auf jeden Fall Spengler entweder als Kultus oder als Schulminister oder als Leiter irgendeiner Pressestelle da vorgesehen war. Und das bedeutet auch, wenn wir uns mal die später von Armin Mohler bezeichnete konservative Revolution anschauen, das einfach mal so als Kategorie anerkennen, dass es, wir das irgendwie so sinnvoll abgrenzen können, dass diese konservative, diese Vielzahl von verschiedenen Richtungen und Grüppchen als konservative Revolution zusammenfassen können, dann war vielleicht mit der Ausnahme von Karl Schmidt niemand aus diesen versprengten Denkerkreisen jemals näher an der Macht als Oswald Spengler, so um den Jahreswechsel von so Ende 1923. Damals, die Umsturzpläne scheiterten dann allerdings, und zwar zum einen, weil die Beteiligten sich untereinander uneins waren. Seeckt wollte nicht, wollte zwar schon, aber dann nicht so richtig. Und schließlich schlugen Hitler und Ludendorff in einem bekannten Hitler-Putsch los. Das Ganze wird von der Münchner Polizei niedergeschossen. Und damit ist die Regierung Stresemann fürs Erste gerettet. Sie wird nicht mehr allzu lange durchbauen, das machen, das hatten Regierungen in der Weimarer Republik so an sich, aber die Pläne für einen Umsturz sind damit zu begraben. Und noch kurz bevor der darauf folgende Prozess im Hitler-Ludendorff-Putsch begann, hielt Spengler dann vor Würzburger Studenten dann auch eine ziemlich wütende Rede über die Pflicht der politischen, Vortrag über die politischen Pflichten der deutschen Jugend, in dem er dann noch einmal versuchte, der jungen Generation seine grundsätzlichen Auffassungen darüber einzuimpfen. Das Wort hat heute einen scheußlichen Beigeschmack, wir müssen aufpassen. Zu erklären, dass Politik eben eine Kunst ist, die es zu beherrschen gilt und keine Leidenschaft, für die man sich irgendwie begeistert. Man schreibt, sagt, aber auf der anderen Seite ist kein Land jemals durch noch so heißes Fühlen und Wollen gerettet worden. Und wenn ich mich frage, ob die deutsche Jugend an politischem Können, an Verständnis für die erreichbaren Ziele und die zu ihrer Erreichung notwendigen Mittel, an praktischem Wissen und praktischem Instinkt, ihrer Leidenschaft irgendetwas Ebenbürtiges zur Seite zu stellen hat, so habe ich als Antwort, das scheue ich mich nicht hier auszusprechen, nur ein rückhaltloses Nein. Und dieses Nein ist dann auch fürs Erste Spenglers Abschied von der praktischen Politik. Im Jahr 1924 wird noch einmal also als Nachklapp seiner politischen Hoffnung die Programmschrift Der Neubau des Deutschen Reiches veröffentlicht, die sich detailfrei mit Schulpolitik, mit Steuerwesen, Währungspolitik und Rechtsreform befasst. Und sie ist eine etwas ungewöhnliche Schrift für Oswald Spengler, weil sie sich tatsächlich einmal in einer politischen Schrift an solchen Einzelheiten verhaftet. In historischen Fragen im Untergang des Abendlandes auf 1200 quetschtig Seiten kann er sich in allen möglichen Details verlieren. In seinen politischen Schriften ist er wesentlich generalistischer. Und das einzige Grund, warum das in diesem Fall ein bisschen anders ist, ist, dass diese Schrift Der Neubau des Deutschen Reiches eigentlich so das hinterhergeschickte Regierungsprogramm für das geplante Direktorium ist, das dann nicht zustande kam. Und nach der Enttäuschung seiner politischen Hoffnung zeugt sich Spengler für die nächsten Jahre in die Wissenschaft zurück. Es entstanden zwei neue Buchpläne, eines zu einem metaphysischen Buch, wobei man das Wort metaphysik bei Spengler mit sehr, sehr großer Vorsicht verwenden muss. Oft geht es dabei eher um Dinge,
man kann sagen, sehr psychologische Fragen, aber tiefenpsychologische Fragen, zum Teil ästhetische Fragen. Zum anderen, im Austausch dann mit dem bedeutenden Althistoriker seiner Zeit, Eduard Meyer, war es eine Weltgeschichte von Anfang an geplant. Der Versuch, die morphologischen Methoden im Untergang des Abendlandes, die, mit denen wir uns später befassen würden, sonst rede ich hier noch 2 Stunden lang, auch auf die Zeit vor den großen Kulturen anzuwenden. Etwas, was im Untergang des Abendlandes noch eigentlich gesagt hat, dass kaum wirklich möglich sein würde. Es wird eigentlich in der Tat keines dieser beiden Projekte mehr vollendet. Die zum Teil sehr kryptischen Notizen zu beiden Werken wurden erst in den 60ern dann von Anton Mirko Koktanek ediert und veröffentlicht. Denn 1927 ereilt Spengler einen Schlaganfall. Er wird, von dem er sich dann auch bis zu seinem Tod nicht mehr erholen wird. Er beginnt in dieser Zeit, sich dann ernsthaft mit Archäologie, mit Vor- und Frühgeschichte auseinanderzusetzen. Es erscheinen noch kleinere Zeitschriften, Aufsätze. Und als er sich ein bisschen erholt hat, erscheint 1931 noch Der Mensch und die Technik. Und das ist eigentlich das Einzige, was an Lebzeiten aus dem Fundus dieser metaphysischen Aufzeichnungen in irgendeiner Weise veröffentlicht wird. Die späte Krise der Weimarer Republik lässt ihn 1932 noch eine Sammlung seiner bisherigen politischen Schriften drucken. 1933 erscheint dann Die Jahre der Entscheidung, die letzte größere Schrift Spenglers. Und während Spenglers frühere Schriften alle eigentlich aus demselben Guss sind, also im Kern alles aus den Aufzeichnungen der Kriegsjahre und ihnen diese Geschichtsmorphologie des Untergangs des Abendlandes zugrunde legt, mit jeweils tausendjährigen Kulturen, dem Eingang der Abendzivilisation in die Zivilisation, der abendländischen Kultur in die Zivilisation, in den Caesarismus, dann bleibt der Horizont aber in den früheren politischen Schriften immer noch das Abendland, Europa, noch Amerika dazu. Auf Russland wird geblickt als eine Vorform eines möglichen künftigen Kulturkreises, aber selbst dieser Blick auf Russland ist eigentlich in Spenglers früheren politischen Schriften negativ. Also er will damit mehr sagen, dass der Bolschewismus keine wirkliche Form mit Zukunft ist, sondern eine Zersetzung der kulturellen Überformung des andersartigen Russlands durch die abendländische Kultur, dann ab Peter dem Großen, als ja damals der Peter der Große ja das ursprünglich, sagen wir, nennt man Moskowitsche Zeit Russlands beendet, Moskau wird als Hauptstadt aufgegeben, Petersburg als neue Hauptstadt da mitten in den Sumpf da, möglichst weit im Westen reingepflanzt und dann eben versucht, einen Hof im Barockstil in Russland aufzubauen. Was Peter dem Großen auch gelingt, aber für Spengler ist das eine Überformung Russlands. Für ihn war in seinen früheren politischen Schriften nur die Frage, ob die Zivilisationsepoche des Abendlandes jetzt eigentlich preußisch-deutsch oder angloamerikanisch geprägt wird. Das ist das, was in Preußentum und Sozialismus noch durchdringt. Preußisch-deutsch, also deutsch, wenn man so will, sozialistisch, also staatlich organisiert, wenn man es ganz flach, und da wird man Spengler ein bisschen unrecht, und kann man sagen, von einem Primat der Politik geprägt oder eben von einem Primat der Wirtschaft, von der Plutokratie. Oder er hat das selber gesagt, Generäle oder Bankiers von größtem Format. Das eine ist deutsch, das andere angelsächsisch. So Spengler in den frühen Schriften. Und jetzt erst ganz am Ende kommt er eigentlich zu einem anderen, noch ein Stück weit zu einem anderen Blick. Und er sieht auf einmal, dass ein Zusammenwirken auch von zwei Revolutionen. Er ist immer noch, in seinem Kern immer noch in dem zivilisatorischen Schema. Das Abendland ist jetzt an einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung, in dem es in die Zivilisation, in den Caesarismus übergeht. Aber hier passiert einmal eine Revolution von unten, die Weiße Weltrevolution. Und dann eine Revolution, das ist die Revolution der Unterschicht, damals sagt man der Bolschewismus, heute wird man sagen einfach die Linken. Und dann die farbige Weltrevolution. Und Spengler ist tatsächlich einer der Ersten, der dieses Zusammenwirken der weißen Linken mit der Bevölkerung der Erdteil, die man damals noch weitgehend Kolonialgebiet waren, aber die man später jetzt als die Dritte Welt bezeichnet und die heute ja in nicht unerheblichen Zahlen zu uns kommen. Er schreibt dann, die abendländische Zivilisation dieses Jahrhunderts wird nicht von einer, sondern von zwei Weltrevolutionen größten Ausmaß bedroht. Sind beide noch nicht in ihrem wahren Umfang, ihrer Tiefe und ihrer Wirkung erkannt worden? Die eine kommt von unten, die andere von außen. Klassenkampf und Rassenkampf. Die eine liegt zum großen Teil hinter uns,
wenn auch ihre entscheidenden Schläge, etwa in der angloamerikanischen Zone, wahrscheinlich noch bevorstehen. Die andere hat erst im Weltkrieg mit Entschiedenheit begonnen und gewinnt sehr fest rasche Tendenzen und Gestalt. In den nächsten Jahrzehnten werden beide nebeneinander kämpfen, vielleicht als Verbündete. Es wird die schwerste Krise sein, durch welche die weißen Völker, ob einig oder nicht, gemeinsam hindurchgehen müssen, wenn sie noch eine Zukunft haben wollen. Nach dieser letzten politischen Veröffentlichung wandte sich Spengler noch einmal der Frühgeschichte zu. Er lag dann allerdings am 8. Mai 1936 einer Herzschwäche. Er wurde kurz auch beerdigt. Er hinterließ das Mammutwerk des Untergangs des Abendlands, diesen Riesenklotz. Ich kann ihn mal in die Kamera halten, wenn ich ihn hier finde. Das hier ist eine mögliche Ausgabe des Untergangs des Abendlandes, so ein Teil. Er hinterließ einen Haufen kürzerer Schriften. Er hinterließ vor allen Dingen einen riesigen Zettelkasten. Wie gesagt, Koktanek hat einen Teil davon dann ediert und veröffentlicht. Ein Teil davon haben hat die Rote Armee, ich glaube, so aus Versehen, wie das eben bei der Roten Armee war, vernichtet. Und der... Ja. Und ein Teil wird jetzt tatsächlich erst herausgegeben. Und um nur mal ungefähr das... hier den ungefähren Umfang zu zeigen, das allein, das ist jetzt die erste Edition der Neuherausgabe, so rum richtig, ist... allein die Politiker, also die politischen Aufzeichnungen. Da sind noch Poetiker, Philosophiker und so weiter, Metaphysiker und alles einiges weitere. Das ist jetzt frisch veröffentlicht. Ja. Wir werden uns in diesem Seminar jetzt natürlich auf das stützen, was öffentlich einsehbar ist. Allein dieser Schinken hier kostet schlappe 34 Euro. Das verlange ich jetzt nicht von jedem, dass er das dann für mein Seminar, und dann würde natürlich ja der Rattenschwanz drankommen, dass alle anderen Dozenten das auch verlangen. Deshalb werden wir auf die Zeno.org veröffentlichen Sachen. Deshalb werden wir uns auch leider nicht mit den Urfragen befassen können, also dem metaphysischen Buch seiner das er in Mitte der 20er Jahre angefangen hat und dessen Fragmente dann von Koktanek, denn die sind als einzige leider nicht dabei. Zeno, wir können dann nur ein bisschen in der Frühzeit der Weltgeschichte stöbern. Aber dafür belassen wir es dann eigentlich mal bis heute. Ich hoffe, dass euch das sehr gut gefallen hat. Wer eingeschrieben ist als in der Gegenstunde, und der kann jetzt noch mit mir ein Stück auf den Telegram-Kanal kommen. Ich hoffe, sofern ich das irgendwie technisch hinbekomme. Das ist natürlich die Auffassung für alle Live-Zuschauer, sich jetzt gefälligst einzuschreiben, also macht das! Und damit verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal.